Hallo und herzlich willkommen zurück zum vierten Spieltag der Fußball-Bundesliga. Heute mit dem Spiel FC Augsburg gegen den Hamburger SV, Platz 14 gegen Platz Nummer 13. Ja, nach dem erfolgreichen Trainingsspiel, zumindest im Hinblick auf die Note, hat der Trainer Wort gehalten und uns in die Startformation bestellt. Auf unserer Position im offensiven Mittelfeld. Und die Fans haben gesagt, der Spieler ist so toll, der bringt uns heute eine klasse Leistung. Es wird also erwartet, dass wir uns heute zeigen und eine 7,0 für die Fans bringen. Das ist also unsere heutige Aufgabe, ein paar Fans zu gewinnen. Das wäre nicht unbedingt schlecht. Und ja, das ist die Aufstellung vom FC Augsburg. Nochmal kurz zur Drübersicht. Wir also heute zu Hause gegen den Hamburger SV. Deren Aufstellung sehen wir jetzt auch nochmal kurz in der Übersicht. Und ja, was wäre denn schön? Ein Sieg gegen den Hamburger SV wäre natürlich mal was ganz, ganz, ganz Tolles. Ein bisschen aus dem Keller rauskommen, denn wir wollen ja besser sein als letzte Saison, wo Augsburg nur auf dem 15. Platz war. Und um aus diesem Keller rauszukommen, da helfen eigentlich nur Siege. So, die Anweisung, langer Ball Mölders, also wie immer defensiv spielen und dann kontern. Los geht's. Wir haben Anstoß in der ersten Halbzeit. Da geht er den langen Weg auf der Außenlinie, bringt die Flanke sogar noch rein, aber da steht niemand von uns und Rinken hat da leichtes Spiel, den Ball zu klären. Schön abgefangen den Ball hier und jetzt die Möglichkeit hier schnell nach vorne zu spielen, guter Doppelpass. Und da werde ich mit seinem Ball umgegrätscht. War alles fair, völlig in Ordnung. Ziehen wir einfach mal ab. Und Robny hält in der unteren rechten Ecke von ihm aus gesehen. Schuss war also ins kurze Eck. Da hat er kein Problem mit. So, jetzt Hamburg im Angriff. Guerreiro wird da zu Fall gebracht. Guerreiro. Was habe ich gerade gesagt? Guerreiro meine ich natürlich, Entschuldigung. Und das gibt Freistoß. War aber ein ganz normales Foul, also keine Karte. So, Hamburg jetzt im Strafraum von Augsburg. Ball wird aber geklärt zum Eckball. Schöne Reingabe, wird geklärt. Aber immer noch Hamburg am Ball. Sind da nicht so leicht vom Ball zu trennen, die Jungs. Zum Eckball wieder geklärt. Die Reingabe von Hamburger SV. So Leute. Jetzt wird es aber Zeit, dass wir wieder in Ballbesitz kommen. Der Kopfball geht weit neben den Kasten. Sehr, sehr weit, war überhaupt nicht torgefährlich. Also es ist ihm vollkommen verrutscht, dieser Kopfball. Gibt also Abstoß. Tja, das Kopfballduell haben wir zwar gewonnen, aber der Ball ging nicht weit genug in die Richtung des eigenen Spielers, sodass wir den Ball erst wieder verloren und jetzt schon wieder gewonnen haben. Schöne Grätsche da vom Verteidiger. Hat er mit dem Ball doch noch abgeluchst. Was ein Fuchs. Und somit ist Hamburg jetzt wieder im Angriff. Aber gegen zwei Mann kann er sich auch nicht durchsetzen da oben. Oh, wenn nicht alle Einspielstationen irgendwie weglaufen würden. Wäre ich voll dankbar für. Flanke kommt rein. Da hat er nicht im Ernst jetzt abgelegt auf mich, oder? Naja, gut.
Hamburg jetzt wieder im Ballbesitz nach 20 Minuten, noch immer 0:0. Diekmeyer, schon wieder versucht er sich dagegen, zwei Leute, und schafft es wieder nicht. Jansen verteidigt da ganz gut. Wird versucht, der Ball durchzulegen, aber Jansen macht das da ganz clever. Und sorgt so dafür, dass nichts passieren kann. Jetzt schnelles Spiel bei uns im Strafraum, ganz gefährliche Sache. Erster Schussversuch wird abgeblockt. Jetzt Diekmeyer mit der Möglichkeit zu flanken. Wird auch wieder rausgebracht und jetzt der Gewaltschuss, um die Situation abzuschließen. Durch die Nummer 44 vom Homburger SV, geht aber auch neben den Kasten. Abstoß für Augsburg. Schöner Dropkick. So, Kopfballduell haben wir diesmal verloren hier nach dem Abstoß. Und somit auch den Ballbesitz an Hamburg. Eine halbe Stunde haben wir jetzt gespielt. Freistoß für Hamburg nochmal aus einer relativ großen Entfernung. Schön unter Kontrolle gebracht. Andere Richtung, du Nase. Oh Mann, was soll das denn? Naja, wahrscheinlich habe ich mich irgendwie so dämlich platziert, dass die KI überhaupt nicht wusste, was sie tun sollte. Gut durchgesetzt. Und jetzt nochmal eine Möglichkeit mit einem Flachschuss. Und der kullert über die Linie zum 1:0 vor der Halbzeitpause für den FC Augsburg. Was ein kurioses Ding. Der Ball eigentlich schon abgefälscht, kugelte dann nur noch ganz langsam Richtung Tor. Absolut ungefährlich, der Torwart. War aber schon auf dem Weg. Moment, man sieht es hier nochmal. War halt schon auf dem Weg ganz in die rechte Ecke aus der Sicht. Und dann ist er nicht mehr lang genug. Und er hätte auch einfach zwei Schritte machen können. Dann hätte er ihn locker noch rausgeholt. So, das äußerst kuriose Führungstor. Kurz 7 Minuten vor der Halbzeitpause zum 1:0 für Augsburg. Ja, bis hierhin war eigentlich Hamburg die spielbestimmendere Mannschaft. Zweikampfversuch, Rinken kriegt da jetzt ganz einsam den Ball und kann ihn auch unter Kontrolle bringen. Bis hierhin, um den Satz noch zu vollenden, Hamburg klar die spielbestimmendere Mannschaft. Und mal schauen, ob sich das jetzt irgendwie ändert. Wahrscheinlich nicht, denn jetzt werden sie Druck machen. Jetzt wollen sie natürlich den Ausgleichstreffer, zumindest den Ausgleichstreffer, wenn nicht noch mehr. Langer Ball. Nach vorne geschlagen. Zwei Mann da an unserem Teamkollegen dran. Seitenwechsel auf Ilicevic. Und Jansen ist auch mit vorne. Auf der unteren Seite hier jetzt mit der Möglichkeit zur Flanke Richtung Guerrero. Wird erstmal geklärt. Ilicevic kommt nochmal an den Ball. Oh, jetzt kommt hier richtig die Druckphase. Und abseits gepfiffen vom Schiedsrichter. Aber ganz knappe Situation. Wahnsinn, dass man das überhaupt sehen kann hier, dass das abseits war. Und jetzt müsste es aber den Abpfiff zur Halbzeitpause geben. Ja, 1:0 zur Pause hier im Spiel. FC Augsburg gegen Hamburger SV durch ein sehr, sehr kurioses Tor. Mit so einem Kullerbällchen. Wahnsinn, dass sowas reingehen kann. Aber Tor ist Tor und am Ende fragt keiner mehr, wie es gefallen ist.
Und jetzt wird Hamburg natürlich Druck machen. Denn das lässt man sich natürlich ungern gefallen, gerade wenn es so ein Glückstor ist, möchte ich fast behaupten. Und auch jetzt macht Hamburg schon Druck. Ilicevic, Guerrero hat da viel zu viel Platz. Kein Abwehrspieler da dran. Guerrero hat den Platz und normalerweise macht er diese Dinge. Glücklich, dass unser Torhüter da noch dran war und den zur Ecke geklärt hat. Erstmal rausgeköpft. Jansen jetzt am Ball, bringt den Ball wieder rein. Berg mit der Möglichkeit. Wird zum Glück noch abgefälscht zur Ecke. Oh, mein Spieler macht sich wieder selbstständig. Ilicevic macht das Ausgleichstor. Da auch ein bisschen komisch, aber er hat es gemacht. Kam von einem ganz, ganz spitzen Winkel rein und prallt da ganz glücklich der Ball vom Torhüter ab ins Tor. Ausgleich für dieses coole Tor. Schauen wir nochmal die ganze Situation. Also er geht erst wieder raus und dann geht er hier lang und schießt. Ja, und von Amsif abgeprallt dann ins Netz. Zum 1:1. Hier vielleicht doch mal aus der Ansicht. Ja, hat er sich selbst reingehauen, den Ball. Ärgerlich, aus so einem Winkel einen Ball reinzukriegen als Torwart. Passiert aber immer wieder. Und jetzt ist alles wieder offen hier in der 50. Spielminute. Boah. Ball kann ich gar nicht richtig annehmen. Da werde ich gleich zu Fall gebracht. Vom Hamburger Spieler. So, wenn er da jetzt nicht mal langsam dran geht, dann dreht er sich noch ins Tor. Nehmen wir mal die Außenspieler ein bisschen mit ins Spiel hier. Ja, was ich da durchsetzen kann gegen Rinken. Holt immerhin noch den Einwurf raus. Und da hinten kein Spieler mehr von uns, sodass der Hamburger SV den Ball unter Kontrolle bringen kann. Kopfball weitergeleitet auf Ilicevic. Jansen. Ball erstmal geklärt. Und Kaká da ein bisschen zu hart eingestiegen. Zu Recht Freistoß für Augsburg. Schön den Kopfball gespielt und weitergeleitet. Jetzt wird er aber ein bisschen. Bisschen auf engem Raum gekickt hier. Und Berg hat jetzt fast genügend Platz, wenn er ein bisschen schneller laufen würde. Schöne Idee da von Hamburg. Ja, 60 Minuten gespielt. Hamburg macht jetzt wieder richtig Druck. Kann diesen Wahnsinnsschuss nicht festhalten, der Torhüter. Oh Mensch, Leute, seht mich doch mal. Ja, das ist dieser Teamwork-Wert. Ja? Ich werde einfach noch nicht wirklich häufig gesehen. Ach, das gibt's doch nicht. Gibt Freistoß natürlich für den Hamburger SV. Aber keine Karte, denn so schlimm war es voll nicht. Wir werden jetzt ausgewechselt, waren auch schon müde, wie man an der Leiste gesehen hat. Und jetzt müssen unsere Jungs das alleine irgendwie über die Zeit bringen, beziehungsweise vielleicht noch ein Türchen schießen. Wir kommen jetzt hier erstmal in der 68. Minute den Freistoß zugesprochen. Das nutzt der Trainer für eine weitere Auswechslung. Und jetzt wollen wir hoffen, dass hier noch ein bisschen was geht. Ah, jetzt vielleicht schon mit einem Pass nach genau und jetzt mit einem Schuss. Schade, nicht genau genug. Nicht den Ball gut genug unter Kontrolle gebracht, um dann präzisen Schuss anzusetzen. Hat also demnach nur einen Abschluss zur Folge. Ilicevic. Berg hat die Möglichkeit, da auf der Stirn da den HSV in Führung zu bringen. Verzieht aber doch ein wenig.
Jeng versucht, den Pass da zu Mölders durchzulegen. Klappt leider nicht. Und somit Hamburg wieder im Ballbesitz. Guerrero verliert da den Ball kurz, holt ihn sich aber zurück. Und Aslan jetzt kommt auch nicht durch die Abwehr durchgedribbelt. Und der Pass kommt auch nicht an. So, jetzt hätte man geglaubt, dass wir den Ball mal wieder unter Kontrolle haben, aber schon ist er wieder beim Hamburger SV. Hamburg macht eine Menge Druck hier in der 80. Spielminute. Die wollen das Ding gewinnen. Und wir sind ganz schön am Schwimmen im Moment. Um den einen Punkt überhaupt zu Hause zu behalten gegen Hamburg. Gut gemacht. Jetzt vielleicht nochmal die Möglichkeit über ein paar schnelle Pässe, aber da wird schon wieder zu lange gewartet. Hat schon so ein bisschen was von Ergebnisverwaltung. Jetzt De Jong holt nur noch einen Einwurf raus. Bracker wird da gestoppt von der Verteidigung. Ob das fair war oder nicht, das ist, glaube ich, streitbar. Aber er hat den Ball und wurde nicht gepfiffen. Ach ja, und Hamburg schon wieder im Angriff. Zwei Minuten vor Schluss. Nochmal die Möglichkeit hier mit der Flanke. Aslan hat jetzt eine Menge Platz. Bringt nochmal die Flanke rein. Schon wieder Aslan. Nach dem Klären jetzt auch mal einen Schuss. Gut gehalten von Amsif, dem Keeper des FC Augsburg. Eckball. Entschuldigung. Wird rausgeklärt. Nochmal eine Flanke rein. Wird wieder rausgeklärt. Immer noch Hamburg im Ballbesitz. Aber immer wenn es in den Strafraum geht, kommt der Ball wieder raus. Aber draußen holt sich Hamburg immer wieder den Ball zurück. 4 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt und sind auch fast schon. Oh, Bruma jetzt mit der Riesenmöglichkeit. Kommt da frei zum Schuss, aber verzieht knapp am Pfosten vorbei. Amsif regt sich da zurecht über seine Verteidiger, auf die da in dieser Situation tief und fest geschlafen haben. Aber nach dem Abstoß von Amsif ist das Spiel dann auch abgepfiffen. Spannendes Spiel, FC Augsburg gegen den Hamburger SV geht 1:1 aus. Ja, was sagt denn der Trainer dazu? In der ersten Halbzeit nutzte sein Teil des Feldes gut und zeigte dabei öfter ein sicheres Auftreten. Das Tor wird nicht mehr für mich gezählt. Also die Schusskraft kam meines Wissens von mir. Das ist da nicht eigentlich mein Tor? Gut, Tor kriege ich nicht gewertet, war also demnach wahrscheinlich ein Eigentor. Okay. Auf jeden Fall ist das Spiel FC Augsburg gegen den Hamburger SV 1:1 unentschieden ausgegangen. Borussia Dortmund gewinnt 5:1 gegen Hannover 96. Werder Bremen spielt unentschieden 0:0 gegen Hoffenheim. Schalke spielt auch unentschieden 2:2 gegen Leverkusen. Köln und Hertha BSC trennen sich 1:1 unentschieden. Stuttgart verliert 1:5 gegen Bayern München. Und Borussia Mönchengladbach gewinnt 2:0 gegen Freiburg. Nürnberg verliert 1:2 gegen Wolfsburg. Und Kaiserslautern gewinnt 4:1 gegen den FSV Mainz 05. Ja, durch den einen Punkt sind wir jetzt auf Platz 13 im Moment. Okay. So, also die Tabelle im Moment. Den Trainer haben wir durch die Note ein bisschen verloren. Finde ich ein bisschen schade, wie gesagt, dass das Tor nicht für mich gewertet wurde, denn es war meine Schusskraft. Ja. Die Aufgabe haben wir natürlich nicht erfüllt. Verteidigung ist um einen Punkt gestiegen und die Zähigkeit auch um einen Punkt. Ja, was denkt ihr denn zu dem Tor?
Hätte man mir das zuschreiben müssen oder ist das so richtig und warum? Und hinterlasst mir doch mal einen Kommentar, es würde mich mal interessieren, wie ihr das seht. Wie gesagt, meine Meinung ist, das war mein Tor, denn ich habe geschossen, auch wenn er abgefälscht wurde. Ziemlich deutlich. Ja. Gut. Wettbewerb Bundesliga gegen Freiburg. Wir stehen in der Startelf. Und Deutschland hat uns nicht in die Nationalmannschaft berufen. Und die Fans schon wieder, wollen immer noch die 7,0. Vielleicht schaffen wir es ja diesmal. So, Werte sind nicht weiter gestiegen. Und die Aufstellung wird so aussehen, wie ihr sie dort sehen könnt. Ja, und das nächste Spiel gibt's dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.